Bei der Befragung der Kanzlerin diese Woche hat ein Kollege aus Ihrer Fraktion gefragt, warum Merkel denn keinen Schritt auf Russland zugeht. Wie bewerten Sie die Antwort? Die Frage war ja gewesen meines Kollegen Espendiller, ob man aus der G7 wieder die G8 machen kann. Und da antwortete Frau Merkel, das sei ja nicht möglich, weil Russland auf der Krim das Völkerrecht gebrochen hätte. Und leider waren keine Rückfragen erlaubt, weil die ganze Sezession der Krim von der Ukraine und der Anschluss an Russland hatte erst stattfinden können, nachdem vorher in der Ukraine der rechtmäßig gewählte Präsident Janukowitsch weggeputscht worden war. Und dieser Putsch gegen Janukowitsch, der war finanziert und organisiert vom Westen. Das heißt, wenn der Westen nicht schon das Völkerrecht gebrochen hätte, durch das Wegputschen des rechtmäßig gewählten ukrainischen Staatspräsidenten Janukowitsch, wäre es niemals zu einer Sezession der Krim und zu einem Anschluss an Russland gekommen. Das heißt, Frau Merkel hat wie üblich Ursache und Wirkung verwechselt. Wie bewerten Sie die Entwicklung der UNO im Hinblick auf die Konfliktbeilegung? Die UNO ist inzwischen degeneriert zu einer leeren Hülle, weil die UNO hat ja mal ein gutes Ziel gehabt bei ihrer Gründung, internationale Konflikte im Konsens beizulegen. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Konfliktparteien sich auf Augenhöhe begegnen und auch an einer Konsensfindung interessiert sind. Wir haben aber inzwischen eine UNO, in der die drei Westmächte, USA, England und Frankreich, die UNO ja nur noch missbrauchen zur Durchsetzung ihrer imperialen Interessen gegenüber Russland und auch China, zur Einkreisung und Ausgrenzung von Russland und China. Das heißt, die UNO hat ihre Existenzberechtigung verloren, weil sie unterwandert ist inzwischen durch diese westliche Aggression gegen den Osten. Und deswegen funktioniert die UNO nicht mehr als Konfliktbeilegungsmechanismus. Man hat das ja gesehen, auch wenn ich jetzt zur ersten Frage zurückkehre. Der Westen bricht permanent Völkerrecht. Der Westen hat damals völkerrechtswidrig Serbien angegriffen. Der Westen hat auch jetzt wieder vor ein paar Wochen ohne ein UN-Mandat einfach Syrien bombardiert. Ja, also das heißt, die UNO ist verkommen zu einer leeren Hülle, die vom Westen nur noch zur Aggression gegen den Osten missbraucht wird. Und das ist sehr, sehr traurig und schade. Mit welchen Methoden wird die Schwächung der UNO durchgeführt? Ja, durch sehr subversive Methoden. Das eine ist natürlich, dass man die Menschenrechte instrumentalisiert. Immer dann, wenn man über andere Länder herfällt und die in die Steinzeit zurückbombt, wie man das damals, wie das die NATO mit Serbien gemacht hat, dann werden ja immer angeblich die Menschenrechte angeführt, die man dort verteidigen wollte. Dann werden Lügen in die Welt gesetzt, wie zum Beispiel die Brutkastenlüge. Warum sind die USA auch ohne UNO-Mandat übrigens über den Irak hergefallen, beim zweiten Mal über erfundene Massenvernichtungswaffen? Also da sehen Sie, wie in den Medien richtige Lügengebäude verbreitet werden. Der erste US-Krieg gegen den Irak, der ist über die Brutkastenlüge in Gang gesetzt worden, weil angeblich die irakischen Soldaten in Kuwait die Babys aus den Brutkästen rausgeschmissen und bestialisch ermordet hätten, war auch eine Lüge. Das heißt, diese ganze Entwertung der UNO durch den aggressiven Westen wird instrumental dadurch durchgeführt, dass man eben riesengroße Lügen in die Welt setzt, weil die auch in den Hebeln der Mainstream-Presse sitzen, diese Lügen dann auch multipliziert und verbreitet und immer dann angeblichen Kampf um die Menschenrechte auch noch hineinwürzt, weil das klingt ja besonders gut. Es geht immer nur um Macht, um Geld, um Öl und Gas und nie um Menschenrechte. Das muss endlich mal klar sein, dass hier vor allem mit den Menschenrechten am meisten rumgelogen wird.